Kipnowski braucht Hilfe. Und da kommt sie. Der 81-Jährige hat die Polizei angerufen, weil er eine Seniorenverkaufsveranstaltung beenden will. Seit mehr als 10 Jahren bekämpft er solche sogenannten Kaffeefahrten, weil gutgläubige Menschen belogen, betrogen und beschimpft werden. Auch heute. Die Dame nochmal. Sie haben bei der FFO noch nichts Größeres bestellt. Weder ein Gassystem noch sonst irgendwas in 30 Jahren. Ein Gassystem brauche ich nicht. Sie haben auch noch nie etwas gekauft. Doch. Die begreift es nicht. Die hat bald einen Herzinfarkt gekriegt, neben mir die Frau. Er sagte, Sie sind eine Lügnerin. Und habe ich gesagt, Sie können mich doch hier nicht so erpressen. Ich habe irgendwie mit den Menschen Mitleid, die zu diesen Veranstaltungen gelockt werden und denen dann dort Zeug aufgeschwatzt wird, was sie vorher nie kaufen wollten oder gekauft hätten. Sieben Uhr morgens. Wir wollen mit versteckter Kamera eine Kaffeefahrt begleiten. Hermann Kipnowski ist auch mit dabei. An diesem Morgen gibt er unserem Kameramann Dieter, den wir als Rentner getarnt haben, letzte Instruktionen. Darauf achten, dass man keinen im Rücken hat und dass sie nicht merken, dass man nur guckt und spioniert, sondern man muss sich auch interessiert geben. An der Haltestelle warten schon andere Kaffeefahrtenteilnehmer. Unser Kameramann stellt sich unauffällig dazu. Wohin die Reise geht, wissen wir nicht so genau. Auf der Einladung stand nur Isselburger Land. Der Bus ist pünktlich, alle werden mitgenommen. Hermann Kipnowski beobachtet die Situation aus der Ferne. Er wird mit uns den Bus verfolgen. Wir müssen vorsichtig sein. Sollte uns der Busfahrer bemerken, wird er die Reise mit großer Sicherheit abbrechen. Der Bus klappert jetzt seine vorgegebenen Haltestellen ab und sammelt die Leute ein. Und es ist da auch schon mal üblich, aus meiner Erfahrung, dass er, wenn dort an der Haltestelle, die programmiert ist, junge Leute stehen, dass die durchfahren, weil die junge Leute da nichts haben wollen. Das heißt, nur wer alt ist, darf einsteigen? Wer alt ist, der wird mitgenommen. Die wollen die alten Leute, die sind besser über Leisten zu kriegen und auszulutschen wie die Jüngeren. Die Jüngeren sind da cleverer und die Alten können dann eben besoffen geredet werden, würde ich mal sagen. Hermann Kipnowski wartet auf eine SMS von unserem Kameramann im Bus, um zu erfahren, wo genau die Reise hingeht. Was würde passieren, wenn Sie in so einen Bus einsteigen würden? Ja, wenn der Busfahrer mich erkennt, wird der Alarm schlagen. Dann werden die eventuell hinfahren und würden die Fahrt abbrechen. Und schon stehen wir im Stau. Den Bus sehen wir nicht mehr. Und dieser Tag wird noch mehr Überraschungen bereithalten. 2 Tage vor der Kaffeefahrt besuchen wir Hermann Kipnowski zu Hause. Hier bereitet der ehemalige Polizist seine Einsätze vor. Weit über 100 Kaffeefahrten hat er schon gestört oder frühzeitig beendet. Niemand hat ihn beauftragt oder gebeten, sich einzumischen. Hermann Kipnowski engagiert sich, weil er Unrecht verhindern will. Und das mit 81 Jahren. Und natürlich weiß er, wie das Geschäft mit den Senioren läuft. Das Prinzip Kaffeefahrten funktioniert über Einladungen, Anlocken zu Ausflügen, um dann die Leute in Verkaufsveranstaltungen zu beknien und zu überreden, irgendwelche Sachen, die sie vorher nicht kaufen wollten, doch zu erwerben. Aber bei diesen Artikeln, die dort angeboten werden, habe ich noch nie erlebt, dass es seriöse Sachen sind, die man im täglichen Leben gebraucht oder haben möchte. Was sind das für Menschen, die Kaffeefahrten anbieten? Es ist ein, man kann schon sagen, eine eigene Mafia, die Kaffeefahrtenbranche. Meine damalige Lebensgefährtin, die ist auch mal zu so einer Fahrt mitgefahren aus Neugierde und ist da gleich anscheinend betrogen worden. Und dann habe ich mir das mal ein bisschen näher angeguckt und habe Spaß an der Freude gefunden und habe mich mal mit den Gesetzesvorgaben und so weiter befasst
Und rausgekommen ist dabei meine heutige Arbeit. Wir haben den Kaffeefahrtenbus verloren. Auf einem Parkplatz irgendwo auf dem Plattenland hofft Hermann Kipnowski auf eine SMS von unserem Mann mit der versteckten Kamera. Oder vielleicht kommt der Bus ja auch zufällig hier vorbei. Wer lässt sich eigentlich von den Kaffeefahrtenveranstaltern ködern? Was sind das für Menschen? Es sind überwiegend Alleinstehende. Es ist nur noch einer da, er oder sie. Die andere Hälfte ist verstorben. Es sind unter familiäre Bindungen kaum da. Kinder kümmern sich nicht drum. Und dann ist es eine abwechslungsreiche Tagesfahrt, die den älteren Leuten doch irgendwie ein schönes Erlebnis verspricht. Was Hermann Kipnowski noch nicht weiß, der Bus hat inzwischen sein Ziel erreicht. Unser Kameramann filmt heimlich mit. Statt einem idyllischen Ausflugslokal erwartet die Senioren eine Art Raststätte in der Nähe der Autobahn. Aber niemand beschwert sich. Drinnen gibt es erst einmal ein Frühstück. Und dann geht die Veranstaltung auch schon los. Nicht mit netten Worten, sondern mit einer Drohung. Dieser Raum wurde von der FFO gemietet, also hat die FFO hier drin auch Hausrecht. Wenn ich merke, dass hier jemand stört oder sich über alles lustig macht, machen wir vom Hausrecht Gebrauch. Wir haben inzwischen eine SMS bekommen und erreichen jetzt auch den Veranstaltungsort. Und da steht der Bus. Ach, da stehen sogar zwei Busse. Da steht der ganz rabiate. Jetzt darf ich mich überhaupt nicht mehr sehen lassen. Da wir weder von einem rabiaten Busfahrer oder dem Veranstalter entdeckt werden wollen, suchen wir uns einen sicheren Ort in der Nähe der Gaststätte. Erst wenn etwas verkauft wird, will Hermann Kipnowski die Veranstaltung stören. Vorsorglich will er schon mal das ansässige Ordnungsamt informieren. Nimmt keiner ab. Da hinten werden jetzt die alten Leute eingelabert und gefügig geredet. Dass sie hinterher nur noch Ja und Amen sagen, damit sie möglichst schnell ihre Geschenke bekommen und wieder nach Hause fahren können. Man versucht, denen zu verkaufen. Und wer da Schlager ist, sind Nahrungsergänzungsmittel, die laufend die Namen natürlich wechseln, richtiges Geld kosten. Auf unserer Veranstaltung wird ein Saft angepriesen. Noni. Mit wirkungsvollen Heilversprechen, unterlegt mit vermeintlich wissenschaftlichen Studien. Hemmt das Wachstum von Krebszellen, bringt Tumore zum Schrumpfen und wird daher erfolgreich zur Krebsprophylaxe und Therapie eingesetzt. Es hat eine sogenannte Antitumorwirkung. Unser Kameramann hat noch nie von diesem Saft gehört. Die anderen im Saal auch nicht, erzählt er uns hinterher. Als eine Tischnachbarin Noni mit ihrem Handy googeln will, wird sie sofort von dem Verkäufer angefahren, sie solle das lassen und lieber zuhören. Hermann Kipnowski hat endlich jemanden beim Ordnungsamt erreicht. Die sind jetzt, was sind sie, eine halbe Stunde etwa da. Und dazu vorweg, die Firma FFO hat ihr Gewerbe ab 23.12.15 abgemeldet und hat hier eingeladen. Das ist doch gut, ne? Der Veranstalter hat keinen Gewerbeschein mehr. Den braucht man aber, um solche Veranstaltungen durchführen zu können. Wir möchten es erst so weit laufen lassen, dass es zum Verkauf kommt. Denn damit ihr auch was in der Hand habt. Oder nicht einverstanden. Nehmt ihr bitte auch die Polizei mit? Ich hoffe, Sie sitzen gut. Ich habe eine Überraschung für euch. Und das ist jetzt auch kein Scherz, das meine ich jetzt ernst. Damit man mal sowas kennenlernen kann, darf ich jeden Tag 5 Stück davon im Publikum verschenken. Ja, was sagen Sie denn dazu? Ich hoffe, dass das jetzt jeder richtig verstanden hat. Nicht verkaufen, verschenken.
Die Senioren im Saal sind begeistert. Der Noni-Saft soll verschenkt werden. 5 Leute bekommen das Produkt umsonst, heißt es. Und damit alles gerecht zugeht, findet eine Verlosung statt. Kurz darauf korrigiert der Verkäufer sein Gratisangebot. Ein bisschen muss doch bezahlt werden. Mal eben 1.200 Euro. Hermann Kipnowski schaut sich noch mal die Einladung an. Von Noni-Saft steht da nichts. Aber es soll jede Menge Geschenke geben. Richtig Augenfischerei und Bauernfängerei. Aber das lockt die Leute das lockt schon an. Sie müssen mal davon ausgehen, dass die älteren Herrschaften noch gewohnt sind, ein Wort, was man gesagt bekommt, hat Gültigkeit. Die heutige Jugend nicht mehr. Die Alten glauben noch dran. Und die glauben auch, was sie hier schriftlich mitgeteilt kriegen. Und darauf stellen die sich ein. Und das wissen die ganz genau. Und diesen Modus Knacktus werden die immer ausnutzen. Auf der Veranstaltung haben inzwischen die Ersten eine Noni-Bestellung unterschrieben. Allein schon, weil der Verkäufer Heil- und Linderungsversprechen für den Saft gemacht hat, kann Hermann Kipnowski die Polizei mobilisieren. Denn das ist verboten. Ja, Kipnowski, Herr Schaffelt, wir brauchen Sie dringend. Es sind die ersten Verträge bei der Kaffeefahrt Wanderlage unterschrieben worden. Ja, möglichst schnell, denn sonst sind die nachher weg. Noch läuft die Veranstaltung, denn die Senioren sollen noch andere Produkte kaufen. Geschenkt bekommen haben sie noch nichts. Im Gegenteil. Unser Kameramann erlebt hautnah mit, wie eine Frau beschimpft wird, weil sie nichts kaufen will. Andere nehmen auf jeder Fahrt einen kleinen Artikel mit. Das ist selbstverständlich. Dann soll man nicht mitfahren, wenn man sich für die Produkte nicht interessiert. Es gibt keinen Lidl-Markt, der vom Verschenken lebt. Selbst die Plastiktüte kostet Geld. Nach einer gefühlten Ewigkeit kommt endlich die Polizei. Vom Ordnungsamt ist niemand dabei. Man habe Wichtigeres zu tun, teilt man uns am Telefon mit. Die Beamten wollen nicht mit uns sprechen. Wir dürfen sie auch nicht begleiten. Aber inzwischen haben die ersten Senioren die Veranstaltung verlassen. Haben Sie was gekauft? Noch nicht. Nee, wir nicht. Es geht doch hier darum, dass die Leute was kaufen, oder? Wo steht das? Da steht in der Einladung nichts drin. Da steht nur drin, dass sie Geschenke kriegen. Und wir sind froh, dass wir mal unter Leuten sind. Vom Einkaufen steht da ja nichts drin. Haben Sie denn Geschenke bekommen? Noch nicht, ist ja noch nicht zu Ende. Oberste Gebot ist immer Nein sagen. Aber die alten Menschen, die verstehen das nicht. Die lassen sich belatschern, die kriegen alles geschenkt und auf einmal will er Geld für haben. Aber es ist doch eigentlich keine seriöse Veranstaltung. Ja, wir wissen das, wir kaufen ja auch nichts, ne? Aber ich habe mich halt überlegt, ich habe nachher Schulden am Arsch. Ja. Wie viel Rente kriegen Sie? Wie viel Rente? 920 Euro. Aber wir haben nichts. Sie hätten fast unterschrieben. Ja, fast. Und dann haben Sie sich überlegt, es doch zu machen. Ja, ich will dann nachher. Nee, nachher passiert mich nicht an die Schulden, müssen die Kinder voraufkommen. Nee. Warum fahren Sie denn mit bei diesen Kaffeefahrten? Ich habe das noch nie erlebt. Ja, dass man mal rauskommt. Ich habe immer was gekauft, immer eine Kleinigkeit. Ich habe auch große Sachen gekauft. Und er hat mich hier als Lügner hingestellt, war frech zu mir. Alle beide, der eine junge Mann und der mit dem karierten Hemd. Ich habe richtig Angst vor dem. Da sagt er, wenn Sie jetzt nicht die Fresse halten, dann laufen Sie hinter dem Bus hinterher, 3-4 Mal. Die Leute sitzen drin, die haben das gehört. Ja, ich bin richtig eingeschüchtert. Die alte Dame hat eben erzählt, dass sie richtig beschimpft worden ist, weil sie nichts gekauft hat. Ist das üblich? Das ist häufiger der Fall, habe ich selbst auch schon erlebt. Das geht bis zur Handgreiflichkeit oder direkten Rauswurf oder auch Androhung, dass der Rücktransport nicht erfolgen soll. Und trotzdem fahren die immer wieder mit. Macht sie das nicht wahnsinnig? Nein, da bin ich inzwischen drüber hinweg, über das Wahnsinnigwerden. Mich ärgert vielmehr, dass die Behörden so schluderhaft diesen Sachen nachgehen. Ob Ordnungsamt oder auch zum Teil die Polizei. Apropos Polizei. Sie hat diese Veranstaltung weder groß gestört noch beendet. Nur kurz einen der Verkäufer befragt. Später erfahren wir, dass das Ordnungsamt dem Gastronomen ähnliche Veranstaltungen für die nächsten Tage untersagt hat. Die Senioren bekommen jetzt doch noch eine Geschenktüte. Was man kriegt, gar nichts gibt's. Was haben denn Geschenke bekommen? Mal, wo
können Sie gucken. Hier. Mittagessen sollte es geben, nichts gibt's. Ja, müssen wir bezahlen. Aber man macht alles nur einmal und dann nicht wieder. Aber schönen Tag noch. Eine langweilige Busfahrt, eine stundenlange Verkaufsveranstaltung und ein paar Gratiskuchen. Und doch werden viele beim nächsten Mal wieder dabei sein, um mal rauszukommen. Zu Hause will Hermann Kipnowski jetzt aber doch mehr über den vermeintlichen Wundersaft Noni wissen. Er erfährt, dass man ihn für wenig Geld im Internet bestellen kann. Und was ist mit der heilenden Wirkung? Das österreichische Testmagazin Konsument berichtete 2005 über 3 Fälle schwerer Leberentzündung nach der Einnahme von Noni-Saft. Mit Hermann Kipnowskis Hilfe sind schon Veranstalter verurteilt worden. Die Betrogenen bekommen aber nur selten ihr Geld zurück. Es ist bei ganz wenigen Betrogenen ist es gelungen, das Geld zurückzukommen. Dass sich solche Prozesse ja lange hinziehen und dann die Beteiligten versterben. Damit rechnen die Veranstalter. Auch Renate Duchilio hat ihr Geld nicht zurückbekommen. Vor einem Jahr hat die 66-Jährige auf einer Kaffeefahrt Magnetpflaster gekauft. Sie war zum ersten Mal auf so einer Veranstaltung und ist auf die Versprechen des Verkäufers hereingefallen. Jetzt ist sie beschämt und wütend. Da bin ich auf was reingefallen bei einer Fahrt. Habe ich 1800 Euro bezahlt für solche Pflaster, die angeblich Wunder bewirken müssen. Also gegen Krebs, Alzheimer, Demenz, alles Mögliche. Soll man alle zweite Abend hier auf den Oberarm machen. Habe ich schon gemacht, aber bis jetzt nichts gemerkt. Und für die Menge ist das zu viel Geld. Die Pflaster sind es gar nicht wert. Das sind normale Magnetpflaster, die ja angeblich den Nobelpreis bekommen haben 2015. Aber das ist alles gelogen. Ich versteh mich selber nicht, wie ich auf das reinfallen konnte. Aber ich glaube, das ist so eine gewisse Hirnwasche. Hört man über 2 Stunden zu und dann kriegt man noch ein Ding. Ja, sie sind interessiert. Und dann wird man ins Hinterzimmer geholt. Und dann kriegt man den Kaufvertrag. Muss man 50 Euro anzahlen und den Rest dann im Bar besorgen. Da hätte ich eigentlich schon sollte mein Hirn besser einschalten, weil eigentlich bin ich nicht so doof, wie ich da war. Das war ja so, dass wir dann ja extra an die Bank gefahren worden sind. Wir kamen wieder in unser Heimatort. Und dann ging man an die Bank und dann hat man das Geld geholt und dann kriegt man erst die Ware. Auch der Kaufvertrag, auf dem nicht einmal Name oder Adresse des Verkäufers stehen, sondern nur eine hingekritzelte Handynummer, hat Renate Duchilio nicht misstrauisch werden lassen. Ein Anwalt hat ihr deshalb bisher nicht helfen können. Aber sie hat noch Hoffnung. Man traut es gar niemandem zu sagen aus näherer Bekanntschaft, weil dann sagen sie doch, du bist ja nicht ganz sauber. Ich war ja, glaube ich, die Jüngste und es sind ja alles noch viel ältere Leute, wie ich bin. Und die wehren sich nicht. Und darum, wenn ich die kriegen kann, wäre das wirklich eine Genugtuung für mich. Und dann sollen sie mal die Herren einsperren, damit sie überlegen können, was sie denn alten Leuten antun. Renate Duchilio will noch einmal an einer Kaffeefahrt teilnehmen, um sie auffliegen zu lassen. Am nächsten Morgen wartet sie gemeinsam mit ein paar anderen Senioren in ihrem Heimatort auf den Bus. Auch wir sind mit versteckter Kamera wieder dabei. Auf der Einladung versprechen die Veranstalter die Besichtigung einer Fischräucherei und natürlich viele Geschenke. Renate Duchilio glaubt nicht mehr daran. Vorsorglich hat sie schon Kontakt zur Polizei aufgenommen. Die will sie anrufen, wenn wieder Senioren betrogen werden. Die Reise geht nach Rastatt. In dieser Gaststätte war sie auch vor einem Jahr, als sie sich die Pflaster hat andrehen lassen. Scheint ein beliebter Ort für Kaffeefahrten zu sein. Renate Duchilio hofft darauf, denselben Verkäufer anzutreffen, um ihr Geld zurückzufordern. Aber er ist nicht da. Auch auf dieser Veranstaltung wird wieder die Gesundheitskarte gezogen. Unsere Produkte verkaufen wir nur in Kurhäusern, Reha-Zentren oder Unikliniken. Charité in Berlin, Uniklinik Heidelberg.
Diesmal geht es um eine Magnetmatratzenunterlage. Und natürlich werden wieder verbotene Heilversprechen gemacht, also Straftaten begangen. Rheuma jeglicher Art, chronische Entzündungen der Gelenke, Beschwerden der inneren Organe, Leber, Nieren, Galle, Blasenschwäche, Blasenkrebs, Prostatakrebs, Prostatavergrößerung. Das kannst du einsetzen zum Zeitpunkt des akuten Schmerzbefalles und es hilft. Es hilft bei jedem. Das heißt natürlich nicht heute Abend drauflegen und morgen olympiareif wieder raus. Alle, die mit dem Herzen Probleme haben, dürfen, sollen und müssen da drauf. Und es wird euch helfen. Setz dich mal da drauf. Kommst du da hoch? Die Teilnehmer werden gebeten, die Matratzenunterlage zu testen. Auch unser Mann mit der versteckten Kamera probiert sie aus und spürt nichts. 1250 Euro soll eine kosten. Und sehr schnell findet der Verkäufer Interessenten, die sogar gleich zwei bezahlen wollen. Ich will Geld haben, habt ihr das verstanden? Ja. Hast du 2500 mit? Nein, aber eine Karte. Du hast nicht einmal 2500 mit? Kann ich mit Karte bezahlen? Nee, nur Bares ist Wahres. Bleibt es bei euch dabei? Ja. Wie ist mir egal. Ich kann euch auch fahren, aber das macht ja die... Ihr geht dann bitte beide zur... Die erklärt euch das. Das kaufwillige Paar wird jetzt wohl gleich den Vertrag unterschreiben. Und vermutlich dann von einem der Verkäufer zu ihrer Bank gefahren. Unser Kameramann unterhält sich noch mal kurz mit der Käuferin. Was haben Sie jetzt bezahlt? 1250 für eine. Haben Sie nur eine gekauft? Ja, das ist es wert. Andere sind da skeptischer. Ich hatte vor 15 Jahren mal einen Kunden, der hat Heizdecken verkauft. Der verkaufte sie für 49 Mark und gekauft hat er sie für 8. Jeder Anwalt würde die abmahnen, weil die Versprechungen gegeben haben. Die stimmen ja in keinster Weise. Renate Duchilio hat inzwischen die Polizei informiert. Und die kommt diesmal in Zivil. Die Veranstaltung ist beendet. Die Beamten wollen nicht mit uns sprechen, dafür aber die Teilnehmer. Und die sind wütend. Da ist nur mit dem Brecheisen versucht worden, Schlafdecken oder irgendwelche anderen Dinge zu verkaufen. Nötigung. Das ist Ihre Führung in der Werbung, einwandfreie Nötigung nach dem Strafgesetzbuch. Es ist keine Werbefahrt. Es ist eine Besichtigung von einer Fischräucherei, da ist gar keine Rede. Ja, dann habe ich gesagt, wenn ich aus Geschenk nicht kriege, aber die Fischräucherei gucke ich mir an, vielleicht kaufe ich mir da einen Fisch. Naja, die Besichtigung zur Fischräucherei hätte mich jetzt noch angesprochen, das mal anzugucken. Gell? Ja, ich habe ja schon mit vielem gerechnet und ich habe gesagt, rechnen wir mal mit gar nichts. Gell? Und jetzt unser Busfahrer weiß nicht einmal, dass wir eine Fischräucherei noch besichtigen wollen. Weil die nie geplant war. Die war nie geplant. Ja, eben. Nein, ah, das ist ja noch der letzte Knaller. Und jetzt sind einige rein und wollen tun sehen, dass sie ihre Geschenke rauskriegen. Weil das ist nämlich eine dicke Schweinerei, was da abgelaufen ist. Ja. Und dann gehe ich ja nochmal rein und schaue, ob ich mein Telefon kriege. Also, ja, sie ist... Ich habe so einen Hals. Ich habe sogar gar noch was abgekauft und habe gedacht, noch damit. Und Halskette. Damit würde ich es vielleicht. Dass sie ja. Kriegen. War scheiße. Ich habe es, als ich heute Morgen losgefahren bin, dann hatte ich schon ein ungutes Gefühl. Ich hätte damit rechnen müssen. Das mit den Geschenken, das war jetzt richtig blöd. Die Macherei und das Rummenum und die Lügerei. Da sitzen sie, die Geschenke. Die Verkäufer haben alles stehen und liegen lassen. Sogar die teure Matratzenunterlage. Nachdem die Polizei ihre Personalien aufgenommen hat, sind sie verschwunden. Die Beamten befragen die Senioren und dokumentieren alles, was hier rumliegt. Ein Geschenk hat übrigens nur bekommen, wer einen Vertrag für die Magnetunterlage unterschrieben hat. Deshalb sind alle so wütend hier.
Dieser Mann will sein Geschenk einfach mitnehmen. Ich würde dann eher sagen, wir nehmen das mal in amtlichen Gewahrsam, ja, und klären die Angelegenheit. Ja. Und wenn es dann eine Rückgabemöglichkeit gibt, dann kriegen Sie das. Mitnehmen darf ich nicht. Nee, das würde ich nie. Kann ich Ihnen nicht erlauben. Nein, aber ich habe es gewonnen. Ja, das spielt keine Rolle. Ich würde es auch mal da lassen, würde ich sagen. Okay, in Ordnung. Bevor nicht der Eigentümer jetzt Ihnen das offiziell übergeben kann. Okay. Hm? Auf seiner Einladung ist dem Mann ein Telefon versprochen worden. Und jetzt wollen die es mitnehmen. Hab's gewonnen. Und doch fahren die Leute immer wieder mit. Ich habe gedacht, ich probiere es einmal noch aus nach jahrelanger Pause von wegen Kaffeefahrt. Das hat man abgehakt. Aber da dachte ich, ich gucke mir das noch mal an. Aber es ist noch raffinierter als früher. Ich fahre nie wieder mit. Das war das letzte Mal. Das garantiere ich. Nur zum Gewinnerpole. Während der Fahrer der Polizei seine Personalien gibt, schauen wir im Bus noch mal nach Renate Duchilio. Die bewundert ihr neues Armband. Sie haben jetzt tatsächlich was gekauft? Ja. Sind Sie verrückt? Nee, das war also für 10 Euro. Da habe ich mich hinreißen lassen. Hören Sie mal, ich dachte, Sie kaufen nie wieder was. Ich habe von größeren Sachen Abstand genommen. Werden Sie jemals wieder mitfahren? Nein. Andere werden wieder mitfahren, weil sie einsam sind und die Kaffeefahrten eine willkommene Abwechslung. Deshalb funktioniert dieses Geschäft so gut. Deshalb lassen sich alte Menschen immer wieder belügen und betrügen. Gerade deshalb will Hermann Kipnowski seinen Kampf gegen die Kaffeefahrtenveranstalter nicht aufgeben. Er ist mal wieder unterwegs. Diesmal mitten im Pfälzerwald. In diesem Gasthof sitzen die Senioren. Diesmal sollen sie ein Netz zur Abwehr von Elektrosmog kaufen. Weil es so gut wie keinen Handyempfang gibt, hat Hermann Kipnowski Probleme, Kontakt zu den Behörden aufzunehmen. Zum Glück hat der 81-Jährige viel Zeit. Er lebt allein. Zu Hause wartet niemand. Insofern sind die Kaffeefahrten für ihn irgendwie auch ein Glücksfall. Er hat eine Aufgabe. Sie helfen jetzt den Leuten, aber wer hilft Ihnen? Mir hilft im Grunde keiner. Ich muss sehen, dass ich alleine durchkomme. Und damit habe ich mich auch abgefunden. Da ist keiner da, der sich dann um Sie kümmert? Da ist keiner da. Und daher keine Kinder? Sie haben keine Kinder, nix? Ja, schon, aber ich weiß nicht mehr, wann es das letzte Mal war, dass ich überhaupt Kontakt hatte. Ich habe ein paar Mal im Krankenhaus gelegen und habe sie angerufen. Und es ist kein Däubel erschienen. Also soll ich jetzt auf Brustwarzen hinterherkriechen? Nein. Hermann Kipnowski ist allein. Aber er hat eine Mission. Auch wenn die heute schwer zu erfüllen ist. Als Polizei und Ordnungsamt endlich eintreffen, ist die Veranstaltung schon beendet. Die Senioren haben ordentlich eingekauft. Hermann Kipnowski bleibt ein Plausch mit den Beamten, die im Übrigen noch nie mit einer Kaffeefahrt konfrontiert wurden. Aufklärung statt Aufdeckung. Wieder zu Hause kümmert sich Hermann Kipnowski um seine zweite Leidenschaft. Alte Polizeiuniformen. Er hatte sogar mal ein kleines Museum. Herr Kipnowski, wie lange können oder wollen Sie das noch machen mit den Kaffeefahrten? Solange wie ich gesund bin und die Gesundheit das erlaubt, versuche ich das zu machen. Vielleicht wird es ein bisschen weniger. Also Sie werden noch gebraucht? Kann man so sagen. Man sagt mir immer wieder, ob das ein Staatsanwalt oder Richter ist, bleiben Sie uns lange gesund und erhalten.